Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von World of Tanks Replays. Und zwar heute in einem kleinen Scout, sponsored by Semper Fidelis, auf der schönen Map Fischerbucht. Er ist in einem Platoon, Entschuldigung, irgendwie habe ich gerade so viel Luft im Magen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, auf Fischerbucht mit dem AMX 1390, einem französischen Light Tank, also Scout im ja, T8 ist das. Was gibt's dazu zu sagen? Ich glaube, ich brauche jetzt die Panzerung von dem Ding nicht unbedingt wie bei den Heavy Tanks, wie ich es da immer mache, vorlesen, denn das Ding ist halt wirklich Papier. Ich glaube, 40 mm Front und irgendwie 10 oder 20 an der Seite. Viel wichtiger bei dem Teil ist die Geschwindigkeit natürlich. Speed Limit liegt hier bei 64 km/h. Er wiegt 14 Tonnen und hat eine Engine Power von 250 PS. Das sind also im Schnitt gute, ja, knappe 18 PS pro Tonne. Gar nicht mal wenig. Also das Ding kommt eigentlich relativ schnell vorwärts und hat natürlich einen richtig schönen Speed Limit. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er irgendwelche Optics oder so drin hat wegen der View Range. Basis View Range von dem AMX 1390 liegt bei 400 Metern. Und ist demnach schon ganz anständig, so rein von der View Range her des Fahrzeugs. Ich nehme aber mal an, dass er irgendwie Optics oder sowas mit drinne hat. Also ich vermute es. Das ist so typisch für einen Scout, dass man da Optics reinknallt. Würde er die, wie heißen sie denn, Binos drinne haben, dann würde ich die wahrscheinlich unten auch in der Bar sehen. Wir sehen hier aber keine Binos. Also nehme ich mal an, Binos sind es nicht. Wäre meiner Ansicht nach auch nicht das Optimum auf dem AMX 1390, denn ich finde, das ist ein sehr aktiver Scout. Also ich glaube, dass der, ja, dass es fast schon Verschwendung ist, sich einfach an einen Spot zu stellen und passiv zu scouten. Ich glaube, mit dem ist man ziemlich gut im Aktivscouten. Und ja, der Semper Fidelis beweist das auch in diesem Video. So viel sei schon mal gesagt. Wer vielleicht sich noch nicht so hundertprozentig mit Scouts auskennen. Scouten ist nicht immer nur rumfahren und gucken, wo die Gegner sind, sondern mal, man kann als Scout, insbesondere wenn man an einem Platoon fährt und insbesondere auch mit dem AMX 1390, auch mal ganz gut aktiv werden. Das werden wir in diesem Replay auch noch sehen, indem man eventuell wichtige Ziele rausnimmt. Und ja, deswegen habe ich das Replay auch genommen und ausgewählt, weil der Semper Fidelis das innerhalb dieses Replays ganz gut gemacht hat. Spricht sich eben mit seinem Kollegen ab und ja, ich nehme an, dass sie sich jetzt gerade auch entschieden haben, auf jemanden rauf zu chargen. Auf der schwachen Seite übrigens, also an der Stelle wirklich eine sehr gute Entscheidung, dass sie da rauf gehen und einen wirklich extrem wichtigen Tank in diesem Spiel rausnehmen, und zwar ein T-57 Heavy. Beide mit Autoloadern bestückt, haben dann natürlich ein immenses Burst-Potenzial von, ich glaube, insgesamt bei den beiden zusammen sind da bestimmt so 1600 Schaden, die rausdrücken können, wenn nicht sogar 1800. Das ist schon nicht wenig. Also an der Stelle den T-57 Heavy rausgenommen, der schon relativ weit fortgeschritten war, also relativ weit nach vorne gefahren ist. Auch wenn der Semper Fidelis hier eine Kelle von dem Jagdpanther 2 ziehen musste, wissen sie trotzdem erstmal, dass der T-57 Heavy raus ist und dass hinten ein Jagdpanther 2 und ein Tiger 2 steht. Das sind sehr wichtige Informationen. Ja, jetzt wird wieder die standardmäßige Route gefahren. Ich nehme mal an, dass sie jetzt versuchen werden, in der Mitte wieder ein bisschen was aufzudecken. Wobei, der Semper Fidelis hat sich jetzt anders entschieden. Spielt hier mit dem Auron zusammen. Diesmal splitten sie sich, fahren nicht zusammen. Der Auron scheint in die Mitte zu fahren. Der Semper Fidelis, ja, wird jetzt wieder eine kleine Aktion starten. So viel sei gesagt. Tiger 2 da hinten, Jagdpanther 2 da hinten. Und durch die immense und gute View Range kann er schon ganz gut einschätzen, dass er hier gefahrlos langfahren kann, ohne dass er jetzt von der Seite was bekommt. Und zieht einfach eiskalt rüber auf den Jagdpanther 2. Kriegt zwar einen vom Tiger 2 ab, aber das ist einfach voll egal, weil er ein wirklich sehr wichtiges Ziel wieder rausnimmt. Und zwar den Jagdpanther 2 hier an der Stelle. Kriegt zwar den Kill nicht, aber ja, der ist weg. Das ist halt tatsächlich ein Panzer gewesen, der hier so ein bisschen den Ansturm aufgehalten hat. Also auch ein strategisch sehr wichtiges Ziel rausgenommen. Klar, Autoloader hat eine lange Nachladezeit, das ist aber überhaupt kein Problem in einem Scout.
Liga 2 ist damit auch rausgenommen worden. Ich glaube, da hat er sogar noch ordentlich Spotting Damage bekommen. Und der Auron scoutet wieder ordentlich die Mitte. Ich glaube, dass der Auron ihm da an der Stelle auch ein bisschen den Backup gegeben hat, indem er die Mitte so ein bisschen ausgescoutet hat. Ja, Auron ist leider gefallen. Waffenträger auf E100 hat ihn rausgenommen. Der Waffenträger ist, glaube ich, sogar noch nicht sichtbar. Tut mir leid, aber ihr könnt sagen über den Waffenträger, was ihr wollt. Ich finde ihn einfach lächerlich. Es tut mir leid an jedem Waffenträger auf ihren 100-Spieler. Ich finde diesen Panzer einfach verdammt stark. Aber, naja, das hat er jetzt hier nicht zu suchen. Auf jeden Fall ist er immer noch nicht offen. Jetzt ist er offen. Es ist egal, ob er darauf schießt. Er wird ihn nicht mit einem Magazin rausziehen können. Deswegen entscheidet er sich auch, einfach nur einen Schuss zu setzen, zurückzufahren, ihn vielleicht ein bisschen abzulenken und seine Teammates das den Rest machen zu lassen. Schießt nochmal einfach irgendwie ins Leere. Hat scheinbar sogar getroffen. Hat nochmal getroffen. Einen Schuss hat er noch drin. Und das war er. Autoloader gegen Autoloader und der Zwerg hat den Großen besiegt. Er schreibt, Auron schreibt sogar noch Noob Down, OMG. Scheinbar ist der Auron auch nicht unbedingt angetan von dem Waffenträger auf E100. Aber das ist tatsächlich so. Viele ziemlich gute Spieler, die ich auch kenne, also mit denen ich auch oft da spiele, beispielsweise Filigran ist ja auch kein schlechter Spieler, der ist auch sehr gut. Ist, glaube ich, auch sogar mit blauen Namen unterwegs. Der Auron ist auch ein sehr guter Spieler. Und die sagen alle, dass man für den Waffenträger auf E100 nicht wirklich viel Skill braucht. Dass der eigentlich relativ einfach zu spielen ist. Das ist, im Endeffekt steht man an einer Stelle und pulvert einfach nur sein Magazin raus und zieht dann wieder zurück und macht so schon gut Schaden. Klar, das nicht. Damit reizt man nicht das ganze Potenzial von dem Panzer aus, aber man leistet trotzdem schon einen Beitrag. Also es ist ziemlich schwer, mit dem Waffenträger auf E100 einfach mit null Schaden aus dem Spiel zu gehen. Wie er den VK da so einfach mitgenommen hat, das weiß ich auch nicht. Ja, achso, zur Kanone habe ich gar nichts gesagt. Ist natürlich eine Autolauder-Kanone, hat aber nur 170 Pen. Für T8, das ist halt einfach nichts, aber er hat mit Gold geschossen gerade, so wie ich das sehe. 240 durchschnittlichen Schaden. Geht jetzt hier nochmal auf das Objekt, er sollte es ketten. Kette ist doch... Hat er irgendwie keinen Bock drauf. Warum auch immer er es nicht gekettet hat. Aber das war es auch schon wieder für diese Runde. 3700 Schaden fast in einem Scout. Dazu kommt dann noch der ganze Spotting Damage. Aber das sehen wir uns gleich in den Stats an. So, hier haben wir die Stats. Es war natürlich ein Sieg. Und ganze 70.000 Credits hat er eingefahren, 2392 Erfahrungspunkte. Hat die Orlix Medal bekommen. Bekommt man, wenn man mit einem Light Tank 3 Ziele ausschaltet, die mindestens 2 Tierstufen höher sind. Glaube ich. Ja, ich glaube, mindestens 2 Tierstufen müssen die höher sein. IS-4 ist T10, VK ist T10 und Waffenträger ist T10 und T57 ist auch T10. Das heißt, die Orlix Medal wohl verdient bekommen. Die 3 hat er ausgeschaltet, ist im Damage sogar auf dem 2. Platz mit einem Scout, mit einem T8 Scout, das muss man sich mal überlegen. An Spotting Damage hat er einiges gemacht. Auf den Löwen 203, ui, das war nicht so viel, der Panzerkampfwagen Tiger 2, 516, auf den Jagdpanther, da hat er aber selber auch ordentlich Schaden gemacht, 179, 1266 auf den Waffenträger, 242 auf die IS-4, und auf den anderen Army X12T 60. Ich weiß nicht, ob er noch eine Kette abgeschossen hat oder so. Das sehe ich hier an der Stelle natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall beim Teamscore war er ziemlich gut mit dabei. Der Auron leider nicht so gut gespielt an der Stelle. Ist ein bisschen klanglos untergegangen. Da hat der Semper Fidelis ihm so ein bisschen den Rang abgespielt, sage ich mal. Also eine hervorragende Runde von ihm. Für den Erfahrungspunkten mit weitem Abstand auf dem 1. Platz. 1595 Basiserfahrung hat er da bekommen. Das wäre mit Sicherheit auch der Panzerass, aber ich nehme mal stark an, dass er den schon hat auf dem Army X1390. Zum Detailed Report. Hat ein bisschen mit Gold geschossen. Nichtsdestotrotz immer noch Plus eingefahren, weil er einfach so eine gnadenlos gute Runde hingelegt hat. 21 Schüsse abgefeuert, 18 Hits, 18 Penetrations. Das ist schon gar nicht mal schlecht.
mit dieser Kanone, also dass er da so überall durchgekommen ist, insbesondere weil er auch am Farn geschossen hat und ja auch normale Munition benutzt hat, ist das schon ein ziemlich beachtlicher Wert. Hätte ich nicht gedacht, dass das alles so durchgeht wie Butter. Sind ja schließlich nur 170 Pen. 3.936 Schaden, das hat man schon gesagt. Drei Hits hat er bekommen, haben ihn natürlich alle durchschlagen. 1.170 Schaden, das ist alles relativ klar. So, fünf Enemies hat er detected, sechs Enemies hat er beschädigt, vier Enemies hat er destroyed und 3.190 Schaden nochmal, beziehungsweise Spotting Damage nochmal zu den fast 4.000 Schaden, die er so gemacht hat. 4,67 Kilometer ist er gereist, also da sieht man auch, dass er ja mehrmals über die Karte gefahren ist, hin und her und links und rechts und wie auch immer. Also auch sehr schön an der Stelle. Und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So sollte man einen aktiven Scout spielen. Wichtige Ziele raussuchen, wenn man das Damage-Potenzial hat, versuchen das Ziel rauszunehmen. Man sollte sich natürlich nicht selber überschätzen zum Scout-Spielen. Meiner Meinung nach ist ein Scout auch die schwierigste Rolle, die es in World of Tanks zu besetzen gibt. Und ja, es gehört auf jeden Fall eine ganze Menge Selbsteinschätzung dazu, ob man jetzt in diesen Engage reingehen sollte oder nicht, wie er es da gemacht hat, beispielsweise auf den Tiger, auf den T57 Heavy. Das sehr wichtige Ziel rauszunehmen. Gut, er war da mit seinem Clan-Kollegen mit dabei, aber trotzdem gehört da natürlich eine gesunde Einschätzung der Spielsituation dazu, ob man da jetzt reingeht oder nicht, oder auch bei dem Jagdpanther 2. Ja, das war es soweit von dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Replay und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was, euer